Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 2 gegen 2 Ranglistenmodus. Ja, zusammen mit dem Amon Lukas spielen wir ein paar Runden. Welcome to Nova. So, ich guck gleich mal. Den nehme ich nicht. Das ist gut. Die beiden zusammen, gute Tanks. Sarg ist kacke. Wir machen das so. Und diesmal nehme ich nicht die Sakura-Blume. Sondern ich baue ein Büro hin. Jawohl. Drüben Yuzora. Das heißt, die ersten Runden sind wir auf jeden Fall abgesichert. Ready. Ja, wir spielen hier ein paar Runden zusammen. So eine Art Coaching, so ein bisschen. Das heißt, ich gucke mir ein paar Sachen ab, lerne ein bisschen was dazu. Gerade was das Platzieren der Einheiten angeht, ist natürlich das A und O, was in diesem Spiel angeht. Wenn ihr auch mit mir zocken wollt, schreibt mir einfach bei Steam, schickt mir eine Anfrage, schreibt mir eine Nachricht und dann können wir eine Runde zocken. Alles gar kein Thema, da bin ich sehr offen dafür. Okay, Blume und Harpier. Ist ein bisschen overbuild für den Anfang. Das heißt einfach nur König aufwerten. Mehr wird hier sowieso nicht passieren. Gerade mit dem Pyro nicht. Hat eine relativ kleine Reichweite. Das bedeutet, wenn ich dahinter schon den Gargoyle hin platziere, sollte das klar gehen. Dann für nächste Runde natürlich. Jetzt noch nicht. Der macht erstmal alles weg. Zack. Da sind die Piepen. Kann ich mir noch einen Worker gönnen? Kann trotzdem den Gargoyle hinbauen. Ja, schicke auch mal eine Schnecke mit rein. Gargoyle dahinter. Fertig. Die haben ja nicht ganz so eine große Reichweite. Vielleicht könnte ich es auch ein halbes dahinter machen oder so, aber ich glaube, so geht das klar. Skorpione, Muss ich Turtles schicken? Okay, mit der Brute. Schwierig. Aber die Kleinen kriegt er auf jeden Fall weg. Brute kommt vielleicht durch. Aber auch das wäre nicht tragisch. Alles im grünen Bereich. So sieht das doch ganz gut aus. Ich habe genug Stich, ich habe genug, also jetzt noch nicht, aber wenn ich dann weiter aufgebaut habe, habe ich genug Stich, habe genug Magieschaden. APS, Wir machen wirklich Turtles Sinn. Damit ich die Blume wegkriege. Das könnte ich jetzt noch hinbauen. Ich könnte auch einfach den upgraden.
Genau so mache ich das. Da wird schön geblockt. Ja, so wollte ich das sehen. So. Blume down. Aber die Skorpione sind schon fast weg. Ah, der hält. Aber es wird eng. Ich komme doch durch. Haha. Sehr schön. Selbst wenn er nur klein gehalten hätte, das wäre durchgekommen. Sehr schön. Ah, dann hauen wir Turtles rein. So, drei Bazookas sollten voll ausreichen. Ja. Ah, der Dino ist gut down. Bazookas machen den Rest. Ist schon mal abgewehrt. Okay, hier sind Wüstenpilger hingestellt. Aber das bringt erstmal noch nichts. Ne, könnten wir auch gut durchkommen. Sieht gut aus. Jetzt noch mal senden. Magie ist gut. Dann wahrscheinlich eine Brute. Für den Wüstenpilger und für den APS. Ja, stimmt. Broker bauen. Jetzt hänge ich wieder ein bisschen hinterher. Aber durch den Green Devil habe ich eine gute Verteidigung gerade für die nächsten beiden Runden. Die Elementare machen den Rest. Und meine Bazookas sind ja auch noch da. Hier könnten wir richtig gut durchkommen. Das eine habt ihr schon verbessert. Aber es reicht nicht. Eine will schon aufgeben. Ja, die Sens waren auch einfach zu gut, ne? Warte, ich den mal noch auf, wenn er schon mal da steht. Kann ich zweimal holen, nächste Runde. Ja, hier ist alles so ein bisschen mehr verteilt. Ich baue das immer alles so kompakt und zusammengequetscht. Ja, verteilt das ganz gut. Ja, ich schicke auch eine Mol rein. Für Blume und für Harpien ist die Mol super. Jetzt werde ich ein Zeus auf. Und das sollte reichen. Nächste Runde könnte ich ja noch ein Zeus bauen. Rein theoretisch.
Er hat auch den blauen Katzenskin. Ich brauche mal ein paar Skins. Aber dafür müsste ich ja Geld ausgeben. Ich glaube, da bin ich zu geizig. Bananenbaum. Okay. Da war Mo sogar noch besser. Er hat ganz schön viel Flächenkacke. Also gerade Mo und Hermit sind dann hier unglaublich gut. Der ist durch. Bei mir blockt er, wie es aussieht. Ist also doch noch nicht vorbei. Ein Rocker kann ich noch einpacken. Dann baue ich noch ein Zeus. Und dann sollte ich für nächste Runde safe sein. Den ganz. Ja, die bauen sich noch mal so ein bisschen zurück. Das ist nicht schlecht, König aufzuwerten. Hundert. Ich habe zwei Aufwertungen, ja. Na, ich könnte verkacken. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Aber er blockt das für mich ab. Alles cool. Deswegen ist man ja zu zweit. Alles halb so wild. Ja, der Rest ist auch Müll. Gerade wenn wir auf 13 gehen wollen, macht es natürlich Sinn. Könnt ihr so ein bisschen goldene Beschützer noch hinpacken? Ich packe mir da mal noch eine Bazooka hin. Zur Not kann ich den noch zum Pyro machen. Für später. Ja, der Pyro kackt halt schnell ab. Wir haben ihn sofort gefokust. Wir werfen nur King auf. Okay. Der ist durch. Wegen einer Echse. Ja, manchmal machen kleine Sachen auch den Schaden schon aus, dass es ausreicht. Ja, wir gehen hier mehr Elementare. Kann ich auch zwei Rocker holen und dann schicken wir auf 13 ordentlich rein. Ja, Bananenbaum. Wahrscheinlich die Dreieinigkeit und noch ein bisschen Magieschaden obendrauf. Vielleicht kriege ich noch einen Drachen zusammen. Nee, wahrscheinlich nicht. Gerade so nicht. Okay. Das heißt Zeus. Zeus. Und den tue ich einfach noch damit hin. Schaff ich nicht, kacke. Schicke ich die Wichtel mit rein.
Dann schicke ich die Wichtel mit rein. Okay, ich bin an sich gut aufgestellt. Aber es kann gut sein, dass das hier knapp wird. Die haben auf jeden Fall beide verkackt. Ich werde halten. Die haben verkackt. Das war's. Gute Runde. Hat alles optimal gepasst. Victory. War schon fast perfekt. Ja, war eine gute Runde mit dem guten Armon Lukas. Schaut auch gerne bei den anderen Videos wieder vorbei. Zum Beispiel das hier, wo ich zum ersten Mal die Gatling Gun spiele. Ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.